Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit dem Cookie Brothers Lebkuchenteig im Test, beziehungsweise Keksteig trifft auf Lebkuchen. Wir haben hier einen Keksteig mit 9% Lebkuchenstückchen und Schokosplittern. Ob der wohl schmeckt? Ich fand diese neue Sorte so interessant, dass ich mir gedacht habe, die muss ich vorstellen. Auch in diesem wunderbaren Weihnachtsmützen-Outfit. Und was die Flöte damit zu tun hat, das erfahren wir gleich auch. Diesen Keksteig werdet ihr als limitierte Option, als limitierte Edition im Supermarkt finden. Meine Güte, ich glaube, die Weihnachtsmannmütze schneidet mir so langsam das Gehirn ab. Läuft überhaupt nicht bei mir heute. Gar nicht rund. So, hier haben wir den Keksteig. Hier können wir auch schon den Lebkuchen sehen. Ich habe nicht alle Cookie Brothers Keksteig-Sorten vorgestellt dieses Jahr, sondern nur die, die ich auch für spannend und relevant halte. Die Halloween Edition hat mir nicht so geschmeckt, aber die Weihnachts-Edition, die könnte es echt in sich haben. Lebkuchen rockt doch die Hütte. Ich finde, es ist eine super Idee. Und eine Flöte gab es auch noch obendrauf. Keine Sorge, mit einer Flöte besticht man den Guru nicht, aber ich habe mir gedacht, wenn deine Flöte in dem Paket ist, dann vielleicht spiele ich euch ein kleines Ständchen vor. Das mache ich nicht am Anfang, dann werdet ihr sofort alle weg, aber das mache ich jetzt. Und zum allerersten Mal, glaube ich, seitdem ich Keksteig probiere, jetzt auch mal mit dem Holzdingen hier drin. Ja, das habe ich ja sonst immer auch, ich habe immer einen Löffel genommen. Klar, ich bin ja auch zu Hause, warum soll ich da ein Holzding nehmen? So, ich probiere erstmal hier den Lebkuchen. Oh, der Lebkuchen ist lecker. Und auch der Keksteig hat eine gute Konsistenz. Mit den Schokosplittern echt gut durchdacht. Geschmacklich ist der Bombe. Vielleicht wäre das mal eine Idee, aus diesem Keksteig so einen kleinen Schokoriegel zu machen und den dann rauszubringen. Mir sind die Becher ehrlich gesagt meistens zu mächtig zum ganzen Verzehr. Da brauche ich noch jemand zweites. Und selbst dann ist für mich so ein ganzer Becher Keksteig. Boah! Leider etwas zu mächtig, aber das ist ja das Ding bei Keksteig per se. Trotzdem probiere ich ihn immer ganz gerne, weil ich mich interessiert, wie schmeckt der eigentlich. Aber wenn ihr den isst, oder wenn ihr den isst, seid euch bewusst, das kann schon mal von den Nährwerten eine ganze Mahlzeit hier. Es ist eine Lasagne, eine tiefgekühlte Lasagne, wenn ihr einen Cookie-Keksteig esst. Und deswegen bleibe ich meist bei der Lasagne, aber ich finde den Keksteig trotzdem lecker. Es ist Genuss, den man im Maßen genießen muss. Aber es ist ein Genuss. Und geschmacklich bekommt ihr von mir wirklich stolze 9 Punkte, ihr Lieben. Diese Flöte ist jetzt nicht aus Holz, sie ist aus Plastik, lag dabei. Bin gespannt, ob irgendjemand da was drauf flöten kann oder auch nicht. Aber ich finde, so eine Flöte ist das zweitschlimmste Weihnachtsgeschenk für Familien, oder? Hört euch das mal an. Naja, genau. Deswegen, wenn man jemanden gar nicht mag, schickt man ihm eine Flöte zu Weihnachten. Aber das war natürlich eher als Gag gemeint. Und ich werde mal gucken, wer hier besser flöten kann auf YouTube. Da gibt es ja so einige wahrscheinlich. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren für noch mehr Food-Inspiration. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.